Hallo zusammen, ich bin Miri Zimmer und ich mache Lehre als Gipser bei Giovanni Russo und bin im ersten Lehrjahr. Ich bin der Kai, ich mache meine Lehre auch als Gipser und bin im dritten Lehrjahr auch bei der Giovanni Russo AG. Heute zeige ich euch, wie es bei uns auf der Baustelle läuft als Gipser. Als Gipser schaffen wir auch im Druckenbaubereich. Jetzt bin ich gerade am Schienen montieren für Vorhänge. Wenn du eine Lehre als Gipser machen möchtest, solltest du teamfähig sein, körperlich fit, du musst räumliches Vorstellungsvermögen haben und handwerkliches Geschick. Bei uns, bei der Giovanni Russo, sind wir in der Gruppe ein Götti, der dich während der Lehrzeit begleitet wird. Wenn du Fragen oder Hilfe brauchst, kannst du immer zu ihm hingehen. Jetzt bin ich gerade am Weissblut spritzen. Man muss aufpassen, dass genau gleichmäßig verteilt wird. Nachdem er es gespritzt hat, kann man mit der Glättkelle ziehen. Und dann, wenn er fertig ist mit der Wand, kommt er und tut oben machen, während ich unten weitermache. Das ist Grundputz. Im Normalfall macht man das mit der Maschine und nicht von Hand. Und später kommt dann dort entweder Weissputz oder Abrieb drauf. Das war unser Tag als Gipser. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt doch Bewerbung bei uns.